Wir gucken uns jetzt dieses 13-Fragen-Video hier an. Ist Gen Z eine faule Generation? Was ist meine Meinung schon mal im Vorfeld dazu? Wo würde ich mich positionieren? Ich würde mich positionieren. Natürlich nicht. So, obvious. So, natürlich gibt es faule Leute. Es gibt aber überall faule Leute. Es gibt aber auch richtig krasse Macher. Ich glaube, die Generation ist einfach genauso fleißig wie die Generation davor auch. Das ist erstmal mein Ansatz, mit dem ich da reingehe. Und ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was alles passiert, weil ich habe schon eine Aussage gehört und dachte mir so, interessant, würde ich jetzt so nicht behaupten, aber interessant und genau, lass uns mal reingehen. Arbeit. Währenddessen übrigens esse ich hier Nudels. Nehmer haben die Hoheit zu sagen, bei dem möchte ich arbeiten. Die kommen mit einem Zettel, so lang wie früher beim Christkind, gehen hin, so viele die Wünsche möchte ich alle erfüllt haben und ich möchte überhaupt nicht mehr leisten. Nein, das stimmt und das nicht. Ist ein das Punkt. Das ist schon mal Bullshit. Den kritisiere ich. Jetzt geht's in die Polemik hier rein. Ja, ich freue mich. Ja. Du warst ja auch eben emotional. Da freue ich mich auch emotional zu werden. Egal. Wir gucken erstmal. Mal. 13 Fragen. Hier kommt die erste. Ist die sogenannte Generation Z oder Gen Z faul? Nö. Spoiler. Wenn ihr sagt, in der Tendenz würde ich sagen, eher ja, dann bitte aufs grüne Feld gehen. Und wenn ihr sagt, nee, so kann man das wirklich nicht sagen, dann bitte aufs gelbe Feld. Und gelbe Feld. Bitte. Okay. Ach, die jungen Leute wollen immer nur Party machen, chillen oder sich im Zweifel auf der Straße festkleben. Dass Eltern und Großeltern mit dem Lebenswandel der Jüngeren manchmal ein Problem haben, ist ja erstmal nichts Neues. Aber in der Arbeitswelt tut sich möglicherweise gerade ein echter Bruch auf. Da prallen teils Welten aufeinander und Arbeitsphilosophien. Um im Klischee zu bleiben, die einen wollen immer nur Spaß haben, Freizeit und jede Menge Kohle verdienen. Und die anderen... Naja, Spaß haben, Freizeit und jede Menge Kohle verdienen? Wüsste ich jetzt nicht, was daran nicht gut wäre. Nur mal so. Machen sich Sorgen um den hart erarbeiteten Wohlstand dieses Landes, sogar um den Wirtschaftsstandort Deutschland, wenn die jungen Leute nicht endlich aus dem Quark kommen. Boah. Okay. Also das Ding ist, vielleicht ist es auch nur mein Empfinden, aber in meiner Bubble arbeiten die Leute so krass hart. Auch zum Beispiel meine beiden Angestellten, Nico und Pitt. Das sind solche krasse Macher, die knallen so durch. Und auch die Leute von Rezo, von Ju, von, also das ist halt so mein Umfeld, sag ich jetzt mal, mein direktes, mit denen hänge ich so ab, mit denen, ne, verbringe ich meine Zeit, Freizeit. Aber auch so die ganzen Kölner Jungs und Mädels, die ich kenne, die sind gut am Arbeiten. Aber kann natürlich auch sein, dass es nur meine Bubble ist. Beides natürlich vollkommen überzeichnet, aber wir wollen heute vor allem ins Gespräch kommen, manches Klischee vielleicht überwinden und, das werden wir am Ende der Folge sehen, vielleicht sogar einen Kompromiss finden. Was meint ihr? Ist die Generation Z, also die 20- bis 30-Jährigen, extrem faul, hat keinen Bock mehr auf Arbeiten? Oder ist das alles Quatsch? Quatsch. Schreibt es uns in die Kommentare. 13 Fragen, hier kommt Frage Nummer 2 und die geht an Martin. Martin, einer ganz... Okay, Martin ist against us. Obwohl, vielleicht hat Martin auch gute Argumente, wir werden sehen. In der Generation rund 12 Millionen Menschen zu sagen, ihr seid überdurchschnittlich faul, das bedarf einer gewissen Chuspe. Was sind denn deine Erfahrungen? Woran machst du es denn fest, dass Menschen fauler sind als früher? Relativ einfach. Selbst als eigener Unternehmer und in meinen Unternehmercoachings habe ich immer wieder dieselben Themen. Wenn junge Menschen heute kommen, wenn sie überhaupt kommen, dann geht's schon los. Du machst okay, wenn sie überhaupt kommen. Also, wenn jemand nicht zum Termin kommt, dann kannst du in die Tonne kloppen. Obvious, natürlich. Aber habe ich jetzt so noch nicht miterlebt. Einen Termin aus, manche erscheinen gar nicht oder manche unterschreiben einen Arbeitsvertrag und erscheinen auch nicht dann, wenn die Stelle losgeht. Das kennen wir gar nicht mehr. Das hat ja auch was mit Respekt, Anstand zu tun. Das geht natürlich nicht. So, sowas geht natürlich nicht, obvious. Und mit dieser Einstellung werden wir nicht nach vorne kommen. Natürlich kannst du dich alle über einen Kamm stellen, aber den größten Teil, den wir in Bewerbungsgesprächen da sind, hat nur Forderungen, fragt nach Arbeitszeiten, zu Hause arbeiten, welche Zuschüsse gibt es, ach, einen Koch gibt es am Geburtstag, frei ist ja super. Und wenn sie dann mal da sind, wissen sie ganz genau, wann sie Feierabend haben. Und wir leben nun mal von dem Wohlstand von gestern. Es wird kein neuer geschaffen. Uns fehlen alleine dieses Jahr schon laut dem Institut für Wirtschaft 4,2 Milliarden Fachkräftestunden. Wer soll die nochmal aufholen? David. Warte mal. Ich wollte ihn ausreden lassen, aber es wurde nicht besser. Was hat der da gerade von sich gegeben? Die fragen nach Arbeitszeiten. Die wissen ganz genau, wann sie Feierabend haben. Die fragen, ob man zu Hause arbeiten darf. Bro, was sind das für... In welcher Welt sind das schlimme Dinge? Also erstmal, die Arbeitszeiten stehen im fucking Arbeitsvertrag drin. Dazu ist es arbeitsschutzrechtlich geregelt, dass du nur fucking, wie viel du am Tag arbeiten darfst. Und wenn du deine Mitarbeiter länger arbeiten lässt als geregelt,
dann machst du dich als Arbeitgeber sogar strafbar. Also er beschwert sich gerade darüber, dass seine Mitarbeiter wissen, wann sie Feierabend haben. Okay, sorry, dass die jungen Leute sich nicht mehr ausbeuten lassen wollen. Hey, sorry, sind ja krasse Anforderungen. Bro, was labert der für eine Scheiße? Glaubst du, deine Generation hat zu wenig Respekt, Anstand und Bock auf Arbeit? Nein, würde ich überhaupt nicht sagen. Also ich würde da massiv widersprechen, denn... Also er sagt basically, die Leute lassen sich nicht mehr ausbeuten, deswegen sind sie faul. Digga, Bro, guck mal in deine Verträge rein. Wenn Leute ihre Verträge einhalten oder auch mal sowas fragen wie, hey, kann ich zu Hause arbeiten? Wo man jetzt mit der Pandemie gemerkt hat, jo, das funktioniert auch. Also eine Nico zum Beispiel ist so 40-30% arbeitet von zu Hause aus, weil es sich einfach anbietet, er kann von zu Hause aus arbeiten, ist doch okay. Pitt arbeitet nur von zu Hause aus. Bro, wie heißt denn der? Ich nenne ihn Thorsten. Thorsten, das war ein Müllargument. Ich finde, die Gen Z ist sehr aktiv, sei es jetzt im politischen Feld. Man sieht sie auf den Straßen, wenn es um den Klimawandel geht oder auch was die Arbeit betrifft. True. Was die Gen Z eben macht, ist bisher geltende Arbeitsstrukturen kritisch zu hinterfragen und zu schauen, gibt es nicht eventuell eine nachhaltigere, bessere Variante, die nicht nur der Umwelt gut tut, sondern auch den Menschen an sich. True, sowas wie Homeoffice, mal einen entspannten machen, mal in Jogginghose arbeiten. Warum nicht? Wenn man die Arbeit gut macht, spricht doch nichts dagegen. Wenn man beispielsweise schaut, über 70% der Boomer können es kaum erwarten, früher in Rente zu gehen. Und wenn man die Rente an sich betrachtet, die durchschnittlich bei ca. 1.200 € liegt, ist das ja auch ein gewisses Learning, was die Gen Z von den Boomern gelernt hat, von unserer Elterngeneration zu sehen. Ich finde geil, dass er sie Boomer nennt. Dass dieses Leistungsversprechen ja gar nicht mehr wirklich gilt. Mir persönlich bei der Arbeit ist sehr wichtig, dass sie mich inhaltlich erfüllt, also das, was ich tue, für mich einen Sinn ergibt. Dann, dass ich auch natürlich noch ein Privatleben habe und dann eine gewisse Balance besteht. Und letztendlich natürlich auch das Gehalt. Das Gehalt muss stimmen, sodass ich davon auch meinen Lebensunterhalt bezahlen kann und nicht, nachdem die Miete weg ist, im Endeffekt nichts mehr machen kann. Ja, das ist doch ein guter Ansatz. Hey, das ist doch ein wunderbarer Ansatz. Jetzt sagst du also, die Elterngeneration, wir müssen ja immer dazu sagen, wir müssen das alles differenzieren. Nicht alle sind gleich und nicht jeder Teilnehmer einer Generation oder Mitglied einer Generation sieht es auch ähnlich. Ne? Aber du sagst so grundsätzlich, du hast bei der Elterngeneration gesehen, die haben sich mehr oder weniger kaputt gearbeitet. Warum sollte ich das jetzt auch tun? Habe ich das richtig verstanden? Ja, in dem Sinne, dass man ja gucken muss, du hattest ja eben den Wohlstand erwähnt, da muss man auch ganz klar gucken, wem genau bringt denn dieser Wohlstand etwas? Wir haben seit ca. 10, 15 Jahren einen Trend von Armut, der in Deutschland eher steigt. Das bedeutet, hat wirklich jeder was von diesem sogenannten Wohlstand, von dem wir sprechen, oder ist das nicht auch ein bisschen ignoriert? Bro, hier stehen auch wirklich gerade die drei weisesten Menschen, die ich mir vorstellen könnte. Ne? Also nicht, dass drei weise Menschen keine gute Meinung haben können, aber es ist schon gut Klischee, Mann. Mehr BWL-Justus als er geht doch eigentlich gar nicht mehr. Woran gegenüber zum Beispiel Studierenden oder Familien, die eben doch in der Armut leben. Und da finde ich es gerechtfertigt, jetzt zu gucken, muss man nicht etwas in der Arbeitswelt ändern? Sei es die Arbeitsbedingungen, dass man sich körperlich und mental nicht kaputt arbeitet und auch natürlich im Sinne von Lohn. Das bedeutet, man muss Arbeit einfach fairer bezahlen, sodass sie sich auch wieder mehr lohnt. Und die Gen Z möchte ja auch arbeiten, nur unter fairen Bedingungen. Fabrice, kannst du es nachvollziehen? Ich meine, ihr seid ungefähr eine Generation, du stehst aber auf der anderen Seite. Ja, David, also ich gehe gerne auf die Punkte ein, die du gerade eben gesagt hast. Zwar finde ich ganz besonders Punkt interessant, die Gen Z will arbeiten, aber fair bezahlt. Mir kommt das ganz oft in meinem Umfeld so vor, als möchte die Gen Z alle Vorteile des Arbeitens haben. Das heißt, sie stellt den Arbeitgeber Forderungen des Homeoffice Remote Arbeiten oder sie möchte eine angenehmere Arbeitsatmosphäre, Gleitzeit, mehr freie Stunden oder eine 4-Tage-Woche als Beispiel. Auf der anderen Seite bei vollem Lohnausgleich. An der Arbeitshaltung, meine Gen. Das ergibt gar keinen Sinn, was dieser Mann da sagt. Nee. Ich sehe sie jetzt erst, Freunde. Fabrice Ambrosini ist CDU-Mitglied. Wer hätte das so gedacht? Also er sagt gerade, die Leute wollen vollen Lohn haben, aber im Homeoffice arbeiten. Wo ich mir denke, was spricht dagegen? Nico bekommt auch seinen vollen Lohn, obwohl er Homeoffice macht. Er macht die Arbeit genauso gut wie bei mir im Büro. Nur halt zu Hause. Oh. Generation, der Generation Z stört mich ganz besonders, dass wir ein ganz großartiges Land mit einer riesigen Wirtschaftskraft geerbt haben. Und wenn wir so weitermachen, dann geht diese Wirtschaftskraft verloren und dann können wir der nächsten Generation nicht mehr das weitergeben, was wir hier geerbt haben. Martin nickt, aber Isabel nicht. Warum? Weil es nicht nur darum geht, die schönen Seiten des Arbeitens einzusacken, im Endeffekt das Geld,
und ein paar Vorteile, sondern es geht, glaube ich, bei der jüngeren Generation oder der Generation Z vor allem um Selbsterfüllung und gleichzeitig auch Selbsterfüllung im Dienste einer Gesamtgesellschaft, die in eine andere Richtung gehen soll, als wir jetzt aktuell gehen. Unternehmen müssen sich nicht einfach per se auf die Generation Z einstellen. Isabel, Vivian Tischler und Influencerin. Sondern wir befinden uns permanent als Gesellschaft in einem gesamtgesellschaftlichen Wandel. Wir dürfen nicht in eine Situation geraten, wo Generationen so sehr voneinander distanziert sind, dass sie keinen Zugang mehr zueinander finden. Und ich glaube, die Tatsache ist, dass wir aneinander vorbeireden oder gar nicht miteinander reden. Wir sind vor sehr, sehr großen Herausforderungen. Wir haben den Klimawandel, wir haben Inflation, wir haben wieder Krieg in Europa. Und all diese Dinge zusätzlich zu einer persönlichen Entwicklung, die man ja gerade in den Teenagerjahren hat, sind eine maßgebliche Überforderung. Und sicherlich sind manche Meinungen sehr extrem, aber im Grunde... Boah, die... Bro, sie will sie killen einfach. Ich bin auf ihre Argumente gespannt. Aber im Großen und Ganzen, wie gut werden sie denn aufgefangen und abgefedert von der Generation, die jetzt sozusagen eure Position einnimmt? Ich finde... Nicht optimal auf jeden Fall. Es ist interessant, vielleicht können wir mal Manuela dazu holen. Du bist Friseurmeisterin und du bist Präsidentin des Zentralverbands der Friseurinnung, Friseurhandwerk. Friseurhandwerk. Ja. Was ist denn deine Erfahrung? Also wir haben gerade gehört von Isabel, die Generation hat es gar nicht so leicht. Da kann man auch ein bisschen Verständnis aufbringen. Bringst du es auf? Ich denke... Die Generation hat es wirklich nicht leicht, Freunde. Imagine, du hast deine Abiturjahre oder deine Klasse 11, 12, 13, je nachdem, ne, welches Bundesland ihr seid, war Pandemie einfach. Und danach war Instant Krieg. So, I mean, ist nicht das Coolste, ne? Jede Generation hat so seine Sozialprobleme gehabt. Also ich sag mal, wir als Babyboomer, wo ich zugehöre, wir haben auch unsere Probleme mit der vorherigen Generation gehabt. Nur, wir schaffen uns jetzt momentan damit selber ab. Es sind ganz viele Betriebe, die jetzt aufgeben, die keinen Nachwuchs haben, wo auch jetzt kein Nachwuchs mehr nachkommt und die Selbstständigkeit auch nicht mehr vorhanden ist. Also es geht gerade so, würde ich sagen, fürs Friseurhandwerk den Berg runter. Das kann ich aber verstehen. Den Punkt kann ich checken, dass das Friseurhandwerk so ein bisschen den Berg runtergeht. Aber es hat nichts mit Faulsein zu tun, sondern ich glaube, es hat viel mehr was damit zu tun, dass keiner Bock hat, sich für fucking Mindestlohn den Arsch aufzureißen. Und ich kann es halt verstehen. So, aber das ist ein Problem der Politik, dass sie sagen muss, hey, dieses Handwerk oder diese Jobs müssen wir ein bisschen subventionieren und ein bisschen Geld reinpumpen, damit die halt wieder schöner werden. Und ich glaube nicht, dass man sagen kann, wir unterstützen die jungen Leute jetzt nicht. Das ist, glaube ich, ein falscher Ansatz, weil ich denke, wir unterstützen sie schon. Es gibt nur das Problem, dass wir als Babyboomer verstehen müssen, was die Generation Z von uns möchte. Und genauso ist es andersrum. Ich glaube, dass da ein Kommunikationsproblem liegt. Deswegen sind wir hier. Aber was ist denn dein Vorwurf an die Gen Z? Dass sie also sagen, dass wir nichts tun würden für sie auf dem Arbeitsmarkt. Und das stimmt ja so nicht. Ich fordere ein... Aber ich gebe auch ganz viel. Das heißt also, in Weiterbildung wird investiert. Sven sagt, Friseure sind viel zu teuer, Bro, Ben. Sven, das ist Bullshit. Digga, ich kann hier mir in Aachen für 12 Euro meine Haare schneiden lassen. 12, Digga, 12. Und davon muss halt ein Mensch bezahlt werden. Davon muss Miete bezahlt werden. Davon müssen Utensilien bezahlt werden. Ich gucke, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen. Ich versuche ihn wirklich auf diesen Arbeitsmarkt nachher, wenn er fertig ist, vorzubereiten. Und dass das auch alles kein Zuckerschlecken ist. Ja? Ich bereite ihn aber auch so vor, dass ich sage, nachdem du bei mir in der Ausbildung warst oder nachdem du bei mir gearbeitet hast, bist du fit für diesen Markt. Mit den Ansprüchen auch. Und dann kann ich hergehen und kann auch was einfordern. Könnt ihr nachvollziehen? Also, ne, Manuela sagt jetzt, Entschuldigung mal, wir bemühen uns wirklich mit allen Leibeskräften. Wir bilden aus, wir wollen vorbereiten, wir geben ganz viel. Klar, müssen wir auch ein bisschen was nehmen, aber wir geben ganz viel. Und ihr wollt nicht. Ich überspitze. Also, als Einzelbetrieb ist es sicherlich schwierig, auf diesem Arbeitsmarkt Fachkräfte zu generieren. Aber auf einer höher politischen, institutionellen Ebene wird einfach zu wenig in den Fachkräftemangel investiert. Genau, das meine ich. Die Politik muss was tun. Die Nachwuchsförderung. Und wenn ich als junger Mensch mich in der Schule befinde und 2000 Möglichkeiten an Berufen habe, dann ist es nicht meine Aufgabe am Ende des Tages, mich da mit jedem dieser 2000 Berufe auseinanderzusetzen, sondern ich als junger Mensch bin schon in einer Überforderungssituation. Und das ist eigentlich die Chance für genau diese Institution, für genau diese politischen Funktionalitäten, um einzugreifen und zu sagen, ja, lass uns die Leute rüberziehen, lass uns ihnen zeigen, was für tolle Betriebe, wie zum Beispiel ihren Betrieb, es gibt. Und ich als junger... Er hat gar keinen Bock drauf.
Er sieht es, glaube ich, nicht so. Mensch, ich wäre dankbar gewesen, wenn das in dieser Form stattgefunden hätte und auch in einer weniger manipulativen Art und Weise. Denn ich sollte zum Beispiel viel mehr ins Studium gelenkt werden. Und die Ausbildung, das habe ich nur durch meine Familie mitbekommen. Okay, jetzt darf natürlich Manuela erstmal antworten. Und danach will ich auch mal Fabrice hören, warum er so einen Gesichtsausdruck hat. Kommen wir gleich. Das Manipulative finde ich aber auf jeden Fall auch. Weil in meiner Schule hieß es auch immer so, ja, und wenn ihr dann später was studiert. Es hieß nie, ja, wer macht eine Ausbildung? Es hieß immer, ihr werdet studieren, ihr werdet studieren, ihr werdet studieren. Und nicht ein Lehrer, wirklich nicht ein einziger Lehrer, hat mich mal gefragt, was ich für eine Ausbildung machen möchte. Es war nur, ja, was studierst du später? Es war nur überhaupt nicht die Frage, ob das jemand macht. So, hey, du machst Abi? Ja, dann studierst halt. Gehörst du zu Gen Z? Ich gehöre tatsächlich zu Gen Z und Millennial. Ich bin genau der Jahrgang, der sich überschneidet. Gen Z ist bis 97 und Millennial fällt 97 an. Also ich bin beides, Freunde. Also... Ja, gleich zu dir. Also ich denke, dass es generell ein gesellschaftliches Problem ist, denn das Handwerk an sich ist ja jahrzehntelang kaputt gemacht worden, politisch gesehen. Es ist überhaupt... Ja, safe, hundertprozentig, stimme ich hier zu. ...keine Förderung da gewesen. Ja. Und ich glaube schon, dass man hier viele Dinge machen kann. Das Problem ist nur, das Handwerk hat tolle Chancen, nach vorne zu kommen. Nur dafür müssen wir einfach sagen, wir brauchen eine junge Generation, die mit uns geht. Und zwar momentan im Vollgasmodus. Und das kann ich nicht, wenn ich Dinge einfach auch mal nach hinten stelle. Ja, das heißt also, wenn ich mir mehr Sorgen mache, was mache ich in meiner Freizeit oder was mache ich mit meiner Familie. Das gehört auch dazu. Aber ich brauche einfach auch den Power von den jungen Leuten, nach vorne zu gehen im Handwerk. Damit also ich sagen kann, du bist glücklich hier und du bist dabei. Und das macht es aus, letztendlich, um das Handwerk hier wieder gut stehen zu lassen und eben auch andere Ausbildungsmöglichkeiten. Ich weiß, ihr schaut alle mit den Füßen, wir machen es in der Reihe nach. Du forderst jetzt eine gesamtgesellschaftliche Wertschätzung für ein Handwerk, ne? Ganz genau. Das habe ich richtig verstanden. Warum hast du denn so irritiert geschaut, als Isabel gesprochen hat? Ja, um dem vielleicht noch mal ganz kurz zu entgegnen, Isabel, also ein, zwei Pünktchen kann ich in gewisser Weise nachvollziehen. Den ersten Punkt, den er aber gesagt hat. Ich glaube, die werden sich gar nicht verstehen, die beiden. Ist, dass die Babyboomer-Generation bzw. die Generation unserer Eltern letztendlich nicht genug tun würde, um uns zu fördern, um uns praktisch einen Weg zu ebnen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das sehe ich zu 100% anders. Also ich muss sagen, es gibt so viele verschiedene Arten an Berufsförderung, an Informationen, die bereitgestellt werden in der Schule. Das Einzige, da muss ich ja wirklich zustimmen, wir haben... Boah, bei uns gar nicht. Wir hatten in der, wann war denn das? 8. Klasse haben wir ein Praktikum gemacht. Das war's. Ja. Das Handwerk in den letzten Jahren, auch die Realschule, die Hauptschule, also dieses dreigliedrige Schulsystem meines Erachtens viel zu sehr entwertet. Das heißt, früher war es ganz normal, ich hatte einen Hauptschulabschluss, ich hatte einen Realschulabschluss, konnte da ganz normal arbeiten mit, war gewertschätzt, konnte da in einem Betrieb, konnte meine Meisterlehre machen, was man natürlich heute auch noch machen kann. Aber dieser Wert in der Gesellschaft, über den wir reden, der ist nicht ansatzweise so hoch, wie er es damals war. Also da 100% Zustimmung. Vielleicht noch den einen Punkt, Nachhaltigkeit hast du auch angesprochen. Wir müssen gucken, dass das, was wir durch die Babyboomer-Generation letztendlich aufgebaut haben, und zwar einen der stärksten Wirtschaftsstandorte der ganzen Welt, dass wir den auch beibehalten und letztendlich mit Maximalforderungen und meines Erachtens, wie es oft rüberkommt, wenig Leistung zu erbringen, so kann es halt letztendlich nicht sein. Und ich verstehe, dass er nicht möchte, dass so Deutschland irgendwie so wirtschaftlich runtergeht. Aber ich finde, der Preis, dass Leute sich dafür totarbeiten, der ist es nicht wert. Also lieber denke ich mir doch so, hat man ein Land, was wirtschaftlich nicht mehr so stark ist, aber die Leute sind glücklich, als ein Land, was wirtschaftlich vielleicht ganz, ganz oben steht, aber die Leute sind unglücklich. Also das Glück, was man ja jetzt fordert mittlerweile, ist doch viel höher gewichtet als die fucking wirtschaftliche Macht. Und genau da müssen wir ansetzen. Also mehr leisten und dafür sorgen, dass die Generation, die nach uns kommt, das Gleiche vorfindet, was wir aktuell haben. Irene, du bist nach vorne gegangen. Warum? Nee, ich stimme dem nicht zu. Ich würde da hingehen. Genau, weil da stimme ich dir absolut zu. Nicht. Also guck dir Amiland an. Die arbeiten sich halt wirklich tot. Also wenn du im Amiland halt einen normalen Job hast, du bist Kellner oder sowas, kannst du damit nicht deine scheiß Miete bezahlen. Du brauchst einen zweiten Job. Du brauchst einen zweiten Job in sehr vielen Städten, um halbwegs über die Runden zu kommen. Nichtsdestotrotz finde ich es vermessen zu sagen, dass eine ganze Generation, 12 Millionen an der Zahl, haben wir erfahren, vorgeworfen wird, sie sei faul. Meiner Meinung nach ist das Wichtigste, was Unternehmer, die Gen Z, wissen sollten, ist, dass sie sich gar nicht mal so stark von den anderen Generationen unterscheidet. Also die Werte bleiben gleich. Alle Generationen wollen ein und dasselbe, nämlich gehört und gesehen werden. Und dann kommt hinzu, das gibt tatsächlich eine Studie, die besagt, dass die Generation Z eigentlich mehr arbeitet als die Generation davor. Also im Schnitt arbeiten sie 8,5 Stunden pro Woche.
ja, auch während der Mittagspause durch das Remote Work am Wochenende mehr als alle anderen Generationen. Ah, oh, das ist natürlich jetzt interessant, wenn es da eine Studie gibt. Also kenne ich natürlich jetzt nicht, so wäre cool, wenn die Studie zeigen, aber ja. Was du auch gesagt hattest, Martin, dass du das erlebst einfach, dass sie nicht leistungsbereit oder lernbereit sind. Da sehe ich unsere Gesellschaft und Arbeitgeber in der Pflicht. Warum sollte denn ein junger Mensch, motiviert, gut ausgebildet, nicht bereit sein, Leistung zu erbringen? Ja, vielleicht stimmen die Rahmenbedingungen nicht. Ihr habt so viele Themen angeschnitten. Work-Life-Balance, Remote-Work. Das ist genau die richtige Frage zu stellen während des Interviews. Wir werden alle oder können bis zu 100 Jahre alt werden. Und unsere Elterngeneration hat sich dann einfach zu Tode gearbeitet, hat diesen Wohlstand für uns erarbeitet, sehr, sehr gut. Aber wir leben unter ganz anderen Rahmenbedingungen. Wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Das sollten wir auf jeden Fall nutzen, um eben... Digga, die beide, sorry, das könnte perfekt Vater und Sohn sein. Digga, was hat er für Blicke drauf? Die Blicke sind halt wirklich Killer. Unsere Arbeitswelt zu verändern, im positiven Sinne. Martin, hat Irene vielleicht recht, dass gar nicht die Ansprüche zu hoch sind auf der einen Seite, sondern der Veränderungswillen bei dir zu niedrig? Wow, ich meine, wir haben ja hier ganz viele Fässer gerade aufgemacht. Mhm. Okay, ich bin gespannt, was er jetzt sagt. Weil für mich wirkt es so, dass seine Anforderungen zu hoch sind, beziehungsweise nicht zu hoch, sondern er war nicht bereit ist für mal was Neues so. So remote arbeiten. Ist jetzt nix. Also klar, in manchen Firmen geht's nicht. Du kannst nicht als Tischler remote arbeiten. So. Du musst in die Tischlerei kommen, obvious. Aber halt, ein Programmierer kann auch remote arbeiten. Ich will nochmal zwei Sachen festhalten, auch wenn es nochmal eine Zahl ist, aber 3,2 Millionen Arbeitgeber in Deutschland haben 1 bis 10 Mitarbeiter, machen keine Millionen Euro Umsatz und schaffen Arbeitsplätze. Das will ich noch mal kurz festhalten an der Stelle. Und die fahren keinen Porsche und die zahlen sich keine 10.000 Euro im Monat. Da kenne ich viele, die sich gar kein Gehalt zahlen, tatsächlich am Existenzminimum selber leben, um ihre Mitarbeiter Lohn und Arbeit zu zahlen. Punkt 1. Punkt 2. Das kann ja sein, aber what's the point, Stefan? 2, wenn du mal schaust, wir sind Great Place to Work. Wir haben einen eigenen Koch, bei uns wird jeden Mittag frisch gekocht. Ich meine, mit einem Kicker und einer Dartscheibe lockst du ja keinen heute mehr hinterm Ofen vor. Ich glaube, auch Unternehmen werden natürlich überleben. Ich bin auch dabei, Patriarchen wie früher, ne, mit Anordnung, Unterdrückung werden auch nicht überleben. Aber ich kenne extrem gute Arbeitgeber. Aber wenn du nur noch damit schaust, wie machst du dich als Arbeitgeber attraktiv, dass Menschen überhaupt kommen und dann wieder, wenn sie woanders, ich sage jetzt mal, einen Euro mehr kriegen, wieder wechseln. Du hast ja auch eine Investitionszeit. Wir machen dasselbe. Wir entwickeln die Leute. Ich brauche ein Jahr, bis bei uns jemand so in dem Thema drin ist, dass er weiß, was wir machen. Und da fehlt mir das Verhältnis. Also es muss alles schnell gehen, alles über Nacht gehen. Aber der Mensch gibt sich auch gar keine Zeit mehr, auch mal im Unternehmen anzukommen und was mit aufzubauen. Naja, aber ich denke mir so, wenn jemand nach einem Jahr wieder weg will, dann war vielleicht der Arbeitsplatz scheiße. Thorsten heißt der, okay, Thorsten daneben. Also ganz ehrlich, wenn jemand nach einem Jahr wieder weggeht, dann sollte man sich vielleicht ein bisschen an die eigene Blase fassen. Trotzdem, Entschuldigung, ich will das nur einmal klarkriegen, damit wir. Du hast vorhin als Negativbeispiel gesagt, im Bewerbungsgespräch wird schon nach Homeoffice gefragt. Mhm. Ja. Hast du negativ gesehen? Sie sagt, genau richtige Frage, die man stellen muss. Also wir hatten jetzt recht. Naja, schau, wir sagen das ja nicht laut. Ich habe letzte Woche Dienstag selber, obwohl es mich viel Arbeit gekostet hat, vom Reisen her einen Grillabend gemacht. Damit einfach die Leute mal wieder zusammengekommen sind, weil die im Homeoffice sind, die bundesweit arbeiten, sind irgendwann nur noch die Absenderkennung in der E-Mail der Company und damit kriegst du keine Zusammenarbeit hin. Du kriegst mit Bildschirmsache das nicht hin. Die Diskussion könnten wir remote nicht führen, die wir hier führen. Einverstanden? Und das muss sich... Nee, du kannst die Diskussion genauso führen, wie man da führt. Hä? Ihr kommt doch nur zusammen für Video. Einspielen. Ich glaube, es wird vom Arbeitgeber zu schnell zu viel gefordert und der Arbeitnehmer, speziell die Gen Z, ist nicht bereit, Extrameilen zu gehen. Die gucken auf die Uhr und gucken, wann Feierabend ist, 35 Stunden Woche voll und nach Hause. Ja, aber hey, wenn dein Vertrag 35 Stunden geht, dann hast du das Recht am meisten auf. David, du bist ja eben nach hinten gegangen. Also es wurde ja eben viele Dinge angesprochen. Ich gehe jetzt mal kurz auf ein paar Dinge ein. Ich finde, die Gen Z versucht effektiver zu denken und in dem Sinne auch gesünder. Wenn wir gucken, letztes Jahr gab es in Großbritannien die weltweit größte Studie zur 4-Tage-Woche. Und da wurde festgestellt, von 61 Unternehmen haben das 56 Unternehmen übernommen. Und auf der Pro-Seite waren unter anderem, dass die Krankheitsquote um 65% zurückging. Daraus kann man ja schlussfolgern, dass nur weil man länger arbeitet oder mehr Stunden in der Woche arbeitet, bedeutet das ja nicht, dass man Präsenz vor Ort auch noch mehr leistet. Also man ist sich 8 Stunden insgesamt produktiv. Aber wenn man auf der anderen Seite weiß, man ist beispielsweise nur 4 Tage in der Woche in diesem Betrieb und im Unternehmen, ist man ja viel motivierter,
in der kurzen Zeit, sage ich jetzt mal, das zu schaffen, weil man einfach auf der anderen Seite noch das Soziale fällt ja nicht weg. Also das Soziale, das Sprechen miteinander geht ja nicht auseinander. Wir wird da trotzdem bleiben. Es hängt ja auch sehr davon ab, in welchem Betrieb eine 4-Tage-Woche überhaupt eingeführt wird. Ja. Das geht nicht bei allen. Ne? Also zum Beispiel Manuela hat gesagt, sowas geht. Ja. Genau, aber wir sind ja, die Gen Z ist ja in einer Verhandlungssituation, in einer, sage ich mal, etwas besseren wegen dem Fachkräftemangel. Da muss man auch ganz klar sagen, in einer Verhandlungssituation sind ja immer zwei Parteien, die ihre Interessen vertreten. Und in dem Sinne, finde ich, hat die Gen Z jedes Recht dazu, diesen Vorteil, den sie gerade hat, auch sich zu nutzen zu machen. Weil auf der anderen Seite, wenn ein Unternehmen beispielsweise Mitarbeiter entlassen muss, das sieht man ständig in den Nachrichten, da wird ja gar nicht gezögert, da werden da 500 Leute entlassen. Und was sagt man denen dann? Dann, wenn man denen sagt, ja Leute, das ist aber ein bisschen unfair, weil was soll ich jetzt machen? Das juckt dann am Ende des Tages auch niemanden mehr. Manuela, ist es so, dass ihr einfach euch darauf einstellen müsst, die haben die stärkere Verhandlungsposition gerade, wir haben massiven Fachkräftemangel, dann müssen wir uns noch mehr auf diese Generation einlassen? Also ich denke, wir müssen uns da nicht drauf einlassen, weil wir... Okay, ich bin gespannt. In den Dienstleistungsbetrieben können wir nicht so arbeiten. Mit 4-Tage-Woche müsste ich mindestens 10 Leute nochmal einstellen. Die sind aber nicht da, also was soll ich machen? Also ich als Unternehmer bin ja auch irgendwo gebunden. Ich muss ja das Geld verdienen, um letztendlich alles zu bezahlen. Das heißt, ich muss den Mitarbeiter vernünftig entlohnen, weil ich der Meinung bin, von dem, was ich bezahle, muss jeder Mitarbeiter gut leben. Das heißt also, der kann hier nicht noch anschließend irgendwo hingehen zum Amt und muss da irgendwelches Geld beantragen, um letztendlich irgendwie über die Runden zu kommen. Aber das ist ja aber schon das die Geld Realität. Muss ich mir ja einarbeiten. Ich muss es ja über meine Kunden wieder reinkriegen. Mhm. Und das schaffe ich in 4 Tagen wahrscheinlich nicht. Na, gut. Also ist ein Recht. Ja, also nicht jede Firma muss eine 4-Tage-Woche einführen, ne? Obvious. Ein Beispiel. Eins hat David noch gesagt, ist mir nochmal ganz wichtig, David. Du sprachst die ganze Zeit von Bürojobs. Nochmal, der Fachkräftemangel ist nicht nur in Bürojobs da. Ja. Nimm mal selber das Beispiel, das kennst du von dir, von jedem von uns. Krieg mal heute bei einem Arzt einen Termin oder geh mal ins Krankenhaus. Da sitzt du 3-4 Stunden, weil Fachkräfte fehlen nicht. Und ich glaube, wir vergessen so ein bisschen, wir reden von den zwei Extremen, aber wir haben die Mittelschicht vergessen, wo aber am meisten stattfindet. Ich kenne ganz viele Mittelständler, kleine Unternehmer, die sagen, komm, ich halte den Arbeitsplatz auf, wenn ich gerade keine Arbeit habe für denjenigen frei und überbrückt die Zeit mit meinem eigenen Lohn, damit ich dann später nicht wieder suchen muss, weil der ja froh ist, dass er jemanden hat. Also ich finde, dass die Debatte schon seit einiger Zeit in eine sehr schwierige Richtung läuft, weil es die ganze Zeit davon gesprochen wird. Also ihr positioniert euch aus eurer persönlichen Perspektive. Aber was ich nicht verstehe ist, warum muss denn die Gen Z den Fachkräftemangel ausloten? Also warum kann das nicht die Babyboomer-Generation? Warum müssen es die Neuen machen? Warum müssen es die Jungen machen? Warum kann es nicht ein 40-Jähriger sein? Also warum muss die Gen Z den Fachkräftemangel stoppen? In einer... Das checke ich gerade nicht so. Verallgemeinerung, in der ihr sagt, dass die Betriebe... Weil alle haben den Fachkräftemangel. Nicht nur in der Gen Z gibt es zu wenig Fachkräfte, überall gibt es halt zu wenig Fachkräfte. So gute Konditionen liefern. Ich habe mehrere tausend junge Menschen in meinem Kanal und ich habe eine Umfrage gemacht und 18% sind unfassbar unglücklich und leiden jeden Tag in ihrem Betrieb. Ich habe das selbst 3 Jahre lang erlebt. Und andere 45% dieser Befragten sagen, mein... Okay, sie droppt den Fact, er geht zurück. Ich habe gerade so kleine Flashbacks an, wie heißt das nochmal hier? Genau, Body Positivity. Sie droppt den Fact und er sagt, nö, ist nicht so. Betrieb ist nicht wirklich gut, aber auch nicht wirklich schlecht. Und nur die Restlichen, die dann noch übrig geblieben sind, sind begeistert von ihrem Betrieb. Und das ist doch wahnsinnig hoch. Also das ist doch eine wahnsinnig hohe Summe einfach. Das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Nein, es ist nicht jeder Betrieb so wie euer Betrieb, sondern ganz, ganz viele Betriebe haben ganz, ganz schlechte Konditionen für junge Menschen. Und ich werde emotional an dieser Stelle, weil ich 3 Jahre lang durch die Hölle gegangen bin. Sie können sich nicht vorstellen, was mir angetan worden ist. Ich habe mal mein Praktikum in einer Tischlerei gemacht. Alter, ich war nur 2 Wochen da. Nach diesen 2 Wochen wusste ich, ey, eigentlich macht mir so Handwerk und sowas Spaß. Aber diese 2 Wochen waren so zum Kotzen, dass ich mir dachte, auf gar keinen Fall werde ich Tischler. Eigentlich finde ich so Tischlerei-Scheiße und sowas cool. Ich mag sowas. Und immer, wenn ich es selber mache, irgendwelche Sachen hier aufbaue oder mit der Stichsäge arbeite, dies, das, macht mir das Spaß. Aber nach diesen 2 Wochen dachte ich mir so, nee, auf gar keinen Fall. Jahre. Was heißt das? Selbst in der Zeit, wo ich heulend jeden Tag ins Badezimmer gehen musste, wurde ich dann noch dafür angeschrien, dass ich im Badezimmer nicht heulen soll, sondern arbeiten soll.
Lass mich das ganz kurz zu Ende führen. Und ich glaube, wir müssen hier ganz kurz mit reinbringen, dass wir in Deutschland es oft vernachlässigt haben, auch an der Arbeitgeberperspektive zu arbeiten und zu sagen, da muss sich was verändern. Fabrice ist ganz weit nach hinten gelaufen, während du gesprochen hast. Warum? Ja, genau. Kannst du es nicht nachvollziehen? Ich meine, sie hat ja von ihrer eigenen Erfahrung gesprochen. In ihrem Betrieb zumindest war es nicht so gut. Bei Martin läuft es offenbar super. Kann ja sein. nee, ich meine, das kann ja wirklich sein. Ich meine, das ist ganz wertfrei. Und warum bist du trotzdem nach hinten gelaufen? Glaubst du nicht, dass auch Arbeitgeber ihren Anteil leisten sollen? Ich bin ja genau zu dem Punkt nach hinten gegangen, als du über deinen Kanal geredet hast, um die Umfrage, weil erstens, ich finde das, besonders Instagram, Facebook, TikTok, was auch immer, ist eine unglaubliche Bubble. Da befinden sich natürlich teilweise Jugendliche, aber das ist immer eine gewisse Klientel an Jugendlichen und ich finde, da müssen wir auch nochmal drauf achten, dass das nicht gesellschaftlich eine Umfrage ist. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Naja, sie hat ja von ihren Followern gesprochen. Thema Arbeitgeber. Das kann, also glaube ich dir, selbstverständlich. Also es gibt natürlich immer Einzelfälle, in denen das auch der Fall ist, in denen sich nicht richtig verhalten wird. Aber wir müssen sehen, wer ist letztendlich der, der Deutschland am Laufen hält. Das ist der Mittelstand, das sind die kleineren Unternehmen. Und nur dadurch, dass der Mittelstand einstellt, dadurch, dass der Mittelstand auch die Voraussetzungen schafft, um einzustellen, nur so schaffen wir es, dass Deutschland immer noch wirtschaftlich so stark ist. Ja, aber wo ist denn der Punkt, dass man sagen kann, hey, lass uns ein Unternehmen führen, wo die Leute glücklich sind? Das wäre doch... Also lass uns doch die Leute glücklich machen. Das ist doch gut. Und wie gesagt, noch einmal kurz, um das fortzuführen. Wir arbeiten letztendlich, um erstens natürlich unser Leben zu bestreiten. Völlig klar, wir wollen eine gute Freizeitgestaltung haben. Wir wollen die damit finanzieren. Was wir aber oft vergessen ist, wir sollten auch arbeiten, um diese Gesellschaft am Laufen zu halten, um dieses Land am Laufen zu halten. Und das vergisst meines Erachtens die Generation Z. Bullshit! Das ist kompletter Bullshit! Nein, man muss sich arbeiten, um das Land am Laufen zu lassen. Man arbeitet für sich. Du arbeitest doch nicht für fucking Deutschland. Natürlich arbeitet man auch irgendwie für Deutschland. Wir sind ein Sozialstaat, klar, Freunde. Aber lieber habe ich doch kein Geld und bin glücklich, anstatt Geld zu haben und bin unglücklich. Wenn ich in den Betrieb gehe und ich hasse meinen Job, dann kündige ich doch lieber, lebe von Sozialhilfe, was auch immer, habe aber nicht mehr diesen Job, den ich über alles hasse, anstatt den Job, den ich über alles hasse, weiterzumachen. Oder den Betrieb, den ich hasse. Oder das Umfeld. So. Also, sorry, Chad, das hat mich gerade falsch verstanden. Natürlich arbeitet man für Deutschland. Wir arbeiten auch für die Sozialhilfe, wir arbeiten für Hartz-IV-Empfänger oder Bürgergeld oder was auch immer. Natürlich arbeitet man dafür. Aber ich finde, jeder darf sein eigenes Glück höher gewichten, als zu sagen, ja, okay, dann geht's aber dem Land Deutschland schlecht. Sorry, aber ich finde, da sollte man mal ein bisschen egoistischer denken und sagen, okay, es geht hier um mein Glück und nicht um das Glück von Deutschland. Du beziehst dich in keinster Weise auf das, was ich gesagt habe, weil ja, selbstverständlich Arbeitgeberkonditionen von meiner Aussage. Aber Arbeitgeberkonditionen, ja, wir sind meines Erachtens, da hast du auch recht, wir sind in einem Arbeitnehmermarkt, ja. Das heißt, die Arbeitnehmer haben die Hoheit zu sagen, bei dem möchte ich arbeiten. Die kommen mit einem Zettel, so lange wie früher beim Christkind, gehen hin. So viele die Wünsche möchte ich alle erfüllt haben und ich möchte überhaupt nicht alleine. Das ist ein Punkt, den kritisieren. Das ist auch der Bullshit, was er labert. Und zwar, ich finde es ganz, ich freue mich. Du warst ja auch eben emotional, da freue ich mich auch emotional zu werden. Also der Vorwurf ist, es kommt immer nur zum Nehmen, David. Ja, ich muss sagen, da muss man auch differenzieren, was du ja auch gerade gesagt hast mit der Umfrage. Genauso würde ich dich bitten, wenn du jetzt über Gen Z sprichst und mit dieser Christkind-Liste, sehr provokativ und plakativ formuliert, wie ich finde, zu gucken, welche Menschen können sich überhaupt leisten, solche Forderungen zu stellen. Und leisten ist hier wirklich, da ist die Betonung drauf. Das bedeutet, wenn du aus einer Familie kommst, aus einer Akademikerfamilie, wo am besten noch die Eltern Anwälte sind oder Ärzte, da hast du ein gewisses Know-how aus der Branche, wenn du beispielsweise Jura studiert hast oder Medizin und auch ein gewisses Backup. Das bedeutet, die können zur Not deine Miete zahlen, die können dich aufnehmen, du kannst ja noch mal zwei Wochen weiter noch einen Job suchen. Wenn du aber nicht diese Wahl hast, beispielsweise viele Studierende sind vor allem seit der Corona-Pandemie armutsgefährdet oder leben in Armut, wenn die mit dem Studium fertig sind, dann müssen die meistens erstmal Schulden abbezahlen und die sind überhaupt gar keine Verhandlungssituation, dahin zu gehen und zu sagen, ich hätte gern, keine Ahnung, E-Scooter und ich will auch nur von Dienstags bis Donnerstags arbeiten. Und ich finde, das ist auch schon von Grund auf falsch. Also die Gen Z möchte ja arbeiten, aber die Art und Weise, wie gearbeitet wird, das möchte sie hinterfragen und ändern. Ja, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ganz kurze Frage an euch. Wie seht ihr das Ganze? Schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Wie würdet ihr gerne arbeiten? Wie arbeitet ihr gerade? Seid ihr gar nicht zufrieden mit den Arbeitsbedingungen? Und was müsste sich ändern, dass ihr sagt, hey, da würde ich sogar noch viel mehr arbeiten, wenn eben Bezahlung stimmt, wenn Umfeld stimmt, wenn Arbeitgeber... Ich glaube, ich bin ein guter Arbeitgeber, Freunde. Pitt kann ja mal sagen. Pitt kann jetzt gerne mal wirklich sagen, was ich für ein Arbeitgeber bin. Er kann ganz ehrlich sein. Ich bin mal echt gespannt. Scheiße, Mann. Hi. Ich bin gerade in Singapur, deswegen ist die Audioqualität eventuell nicht so perfekt.
Und natürlich wollte TJ dann genau, dass ich in diesem Video etwas zu der Zusammenarbeit sage. Ich habe super Spaß daran, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich würde auch sagen, er ist ein guter Arbeitgeber. Der simple Fakt, dass ich hier in Singapur sein kann und hier ein Video aufnehme und auch schneide, ist einfach mega cool und das ist genau mein Vibe. Ich mache super viele verschiedene Dinge, auch zu Hause, und kann das alles problemlos machen. Und das ist super cool. Ich werde teilweise auch drin unterstützt. Ich habe oft die Chance, auch neue Skills auszuprobieren über TJ, über die Videos, die wir machen, über Projekte, wie auch das Ninja-Event und sowas. Und man sammelt einfach mega coole Erfahrungen. Für mich ist das damit im Prinzip einfach die Eröffnung einer ganz neuen Welt, in der ich super gut zurechtkomme, in der ich jederzeit nach Hafen kommen kann, wenn ich will, aber auch eben im Homeoffice unterwegs bin, überwiegend auch, mache das meiste dort und es funktioniert super. Manchmal könnte der WhatsApp-Kontakt ein bisschen besser sein, aber das hat sich in den letzten Monaten auch einfach massiv verbessert. Deswegen, ich bin nicht die Person mit den höchsten Ansprüchen, aber von meiner Seite aus kann ich mich über nichts beschweren. Arbeitgebersituation stimmt, schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Ich schalte das Video hier. Aber ich frage mich, wenn ihr euch einig seid, ja, dass eben nicht die komplette Gen Z einfach faul ist und nicht arbeiten will und die Liste der Ansprüche, hast du gerade gesagt, ist vielleicht eine Liste der Ansprüche, aber hat gar nicht so viel damit zu tun, aber ich will immer haben, sondern ich möchte einfach anders arbeiten, als es meine Elterngeneration gemacht hat. Das habe ich richtig verstanden. Und Irene hat sogar aus Studien zitiert, und du bist ja im akademischen Diskurs unterwegs, du beschäftigst dich ja wissenschaftlich mit dem Thema. Du sagst, die Studienlage sagt, belegt es gar nicht, dass die Gen Z fauler wäre als andere Generationen. Woher kommt dann, Manuela, der Eindruck, dass es so ist? Weil du hast es ja auch angedeutet. Also ich habe den Eindruck überhaupt nicht. Dass du den Eindruck hast. Offenbar stimmt das ja gar nicht. Also für mich ist es insoweit schlüssig, dass ich immer wieder die gleiche Thematik höre, dass niemand da ist, der es machen will, gerade die Handwerksbereiche, dass niemand da ist, der sich bewirbt und trotzdem 2,5 Millionen Menschen zwischen 20 und 35 keinen Abschluss haben, weder im Handwerk noch in einem Studium, dann bin ich davon als Unternehmer doch sehr stark betroffen, weil A, stelle ich mir die Frage, wie überlebt denn diese Generation Z? Wie wird die denn jetzt finanziert? Und warum stellt die dann noch Ansprüche an mich, wenn sie denn vielleicht mal zu mir kommen? Ich möchte jetzt aber nur 4 Tage bei dir arbeiten. Mhm. Ich bin so erzogen worden in dieser Babyboomer-Geschichte. Du arbeitest 8 Stunden. So, Beruf ist Berufung. Mhm. Mein Beruf ist eine Berufung. Deswegen arbeite ich auch nicht nur 8 Stunden, ich kann auch 10 oder mehr Stunden arbeiten. Jetzt bin ich noch Unternehmer, ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber warum sind denn die jungen Leute auch nicht bereit, zu mir zu kommen? Als Babyboomer-Generation höre ich auf. Ich finde keine Nachfolger. Weil aber das, über was sie redet, ist doch viel eher ein Problem von ihrem Job, oder nicht? Also das ist doch viel, viel mehr so, yo, der Job ist halt unattraktiv. Und das hat auch nichts mehr mit der Gen Z zu tun, weil es will einfach niemand ihren Job haben. Weil keiner groß Verantwortung übernehmen muss. Und das ist ja auch was in der Generation Z da ist. Sie wollen keine Verantwortung übernehmen, weil sie auch eine gewisse Angst haben. Ja, das kann ich jetzt auf jeden Fall nicht so sehen. Also ich habe nur mit Leuten gearbeitet, die Verantwortung übernehmen wollten. Verantwortung zu übernehmen. Demzufolge, weil Corona da war, die Krisen da sind, das ist einfach Angst. Ja? So, Irene hat dazu eine Antwort. Ja, also das sind ganz viele Punkte, die ich gerne ansprechen würde. Du bist natürlich auch in einer Sondersituation mit deiner Industrie, Handwerk. Und ich habe es auch genannt vorhin, andere Industrien. Da greifen natürlich solche New Work Methoden wie Remote Working etc. natürlich nicht. Ja. Und das ist absolut der richtige Ansatz, dass du sagst, du möchtest dich verstehen. Was kannst du denn ansonsten für die tun? Aber ich muss betonen, immer wieder, die Generation Z möchte anders arbeiten und nicht weniger arbeiten. Und natürlich solche alten, überholten Strukturen aufbrechen, wie zum Beispiel, dass unsere Arbeitsleistung mit der Zeit, die wir arbeiten, gekoppelt ist. Ja, deine 20 Stunden sind nicht meine 40 Stunden, also 20 Stunden. Ja, also da müssen wir auch mal gucken und differenzieren, dass mehr nach Leistung bezahlt wird. Und dann ist natürlich das Problem in euren Industrien auch, dass ich sehe Wertschätzung. Mangelnde Wertschätzung für Berufe, die so essentiell wichtig sind, ja, das habt ihr immer wieder betont. Aber es ist wieder ein politisches Problem, dass die Politik halt in bestimmte Berufe ein bisschen Geld pumpen muss, weil sie sonst einfach sehr unattraktiv sind und natürlich auch schlecht bezahlt sind. Gar nicht an der Generation Z, sondern wieder hier, da müssen einfach andere Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass man sagt, hey, Handwerk ist sexy, ja. Sales ist wichtig für unsere Gesellschaft, ja. Und das heißt ja nicht per se, dass dann die Generation Z faul ist oder weniger leistungsbereit ist, weil, wie gesagt, es wird immer wieder gesagt, es ist die Generation, die am lernbereitesten und leistungsfähigsten ist. Jetzt müsst ihr euch die Frage stellen, was können wir tun, damit die
attraktiv wären für unser Gewerbe. Und wenn ich vielleicht kurz und einmal noch da eingreifen darf. Faire Bezahlung spielt auch eine Rolle. Das sind einfach Berufe, die zu gering bezahlt werden, entlohnt aber spannend, werden. Was du sagst, weil wenn wir uns mit Statistiken auseinandersetzen, und du bringst ja auch solche, aber die Untersuchungen zeigen ja gerade erst wieder gemacht worden, von 100 Gen Zler wollen maximal 14 überhaupt eine Führungsposition übernehmen. Ja, 34% der jetzigen Babyboomer, die in Führungskraft sind, würden sie gerne wieder zurückgeben, weil ja da Welten aufeinanderprallen. Das ist nämlich der Kasus-Knackpunkt. 14% wollen nicht Führung übernehmen. Laut aktuellem Stand, so wie unsere Arbeitswelt gerade konstruiert ist, wollen sie das nicht. Und guter Punkt, guter Punkt. Deswegen ist ja diese Veränderung notwendig. Du hast auch gesagt, die wollen keine Verantwortung übernehmen, weil sie einfach zurzeit mit den Rahmenbedingungen unzufrieden sind. Ein Beispiel zum Beispiel ist, warum brauchen wir Hierarchien in der Arbeitsorganisation? Ja? Warum ist es nicht möglich, im kaufmännischen Bereichen, dass ich auch mal von zu Hause aus arbeiten kann? Ja, es ist total legitim. Ich höre immer wieder, ja, die Gen Z möchte alles verändern. Das liegt nicht an der Gen Z. Das ist unser Werte-Kulturwandel. Wir haben hier mit Digitalisierung zu tun. Ja, Ansi, der Blick von diesem CDU, das ist wirklich actually funny. Der ist wirklich gut. Tun. Ja, und die müssen letzten Endes schauen, wie sie das in Zukunft gestalten möchten. Aber es nimmt diesen Handwerkerbetrieb. Nur noch mal als Beispiel. Das hört sich ja, theoretisch immer super weiß, an, aber praktisch mit Menschenarbeit. Ich habe jeden Tag mit Menschen zu tun. Ich kann nur Menschen das seit 30 Jahren in meinem Beruf. Aber jetzt nimm hier diesen großen, wir haben zum Beispiel einen großen Handwerksbetrieb. 550 Mitarbeiter, über 50 Lehrlinge. Wenn da die Leute, die draußen unterwegs sind, auf den Baustellen sehen, dass die im Office von zu Hause arbeiten dürfen, wie erkläre ich das? Wie kriege ich da nicht eine Zweiklassengesellschaft raus? Die sagen doch, guck mal, ich darf nicht, würde auch gern. Und nochmal, das hört sich theoretisch immer super an, aber du musst ja auch eine Stimmung in der Firma hinkriegen, dass das jeder versteht. Warum ist der? Naja, ein Handwerker kann halt nicht von zu Hause aus arbeiten. Also er muss halt in die Tischlerei oder so gehen. Also dann hättest du einen anderen Job aussuchen müssen. Ja, aus dem Büro jetzt zu Hause und ich muss im Regen auf die Baustelle. Gleich, du darfst sofort gleich. Also dann muss man über sehr viele Dinge reden, wenn jemand fragt, hey, warum kann ich nicht von zu Hause aus dieses Haus bauen? Aber die Frage hat ja Manuela eigentlich auch gestellt. Sie sagt ja auch, okay, ich sehe, hier ist eine Herausforderung. Mhm. Ich weiß noch nicht, wie ich das lösen soll in meinem Beruf jetzt zum Beispiel, weil zum Beispiel die Friseurmeisterin halt einfach nicht nur 4 Tage Ausbildung macht. Handwerker hat auch Büroanteile. Ja, ja, safe. Aber ich sag mal so, der die Mauer hochzieht, außer er ist jetzt ein Selbstständiger, aber meistens der tut, der eine Mauer hochzieht und sowas, schreibt sehr oft auch nicht die Rechnung, sondern das macht halt wer anders. Kann, sondern 5 braucht zum Beispiel. Du sagst auch, wie soll ich das erklären? Vielleicht könnt ihr es ja erklären. Isabel, du bist doch auch, Handwerkerin. Ich meine, wie hast du das denn hingekriegt, jetzt irgendwie ein Leben zu füllen, wo du arbeitest, Geld verdienst und trotzdem glücklich bist? Erstmal arbeite ich teilweise in dem Bereich, teilweise in dem Bereich. Ich bin auf der Baustelle und ich bin mit Leidenschaft auf der Baustelle. Dann bin ich in der Werkstatt und ich bin mit Leidenschaft in der Werkstatt. Dann bin ich am Computer und ich bin mit Leidenschaft am Computer. Und ich glaube, dass, wenn man sich die Frage stellt, wie sollen wir das umsetzen und wie sollen wir das den Leuten erklären? Punkt 1, vielleicht gibt es eine Zweiklassengesellschaft. Vielleicht gibt es die Leute, die wahnsinnig gerne von zu Hause oder am Computer arbeiten würden und die, die das gar nicht können. Ich zum Beispiel würde niemals von mir behaupten, dass ich im Homeoffice glücklich werden würde. Genauso wie ungefähr die Hälfte meiner Freunde und Freundinnen, die in meinem Alter sind. Und wenn man dann aber so eine Situation hat, wo es vielleicht einen Frust gibt, dann kann man sagen, vielleicht verändere ich ja die Aufgabenbereiche. Vielleicht macht mein Handwerker nicht jeden Tag die Baustelle, sondern wir haben einen Wechsel. Ich bilde meine Handwerker so aus, dass der zum Beispiel auch mal ein Angebot einen Tag lang schreibt. Was bei uns im Unternehmen sicherlich von großem Vorteil wäre, weil wir ganz oft Kommunikationsschwierigkeiten haben zwischen Angebot, Auftrag, Vergabe und dann beim Kunden sein. So. Das heißt, man kann. Ist ein smarter Punkt, doch. Okay, sie hat mich überzeugt. Du bekommst auch den Follow. Sie wollte ihn doch. Kann da auf jeden Fall Stellschrauben initialisieren im Betrieb, wie man den Betrieb an der Stelle optimiert und vielleicht ein bisschen flexibler in seinen Aufgabenbereichen macht. Martin schwankt so nach vorne. Ja, ein Punkt vielleicht noch an der Stelle. Das hört sich alles über theoretisch an. Aber schau, wir sind hier. Wir haben hier Kameraspezialisten, wir haben Tonspezialisten, wir haben Top-Moderator. Wir sind geschminkt und das kann halt nicht einer alles in einer Person machen. Also. Ich sag mal so, am Anfang habe ich meine YouTube-Videos auch so gedreht, dass ich sie gescriptet habe, die Cam aufgebaut habe, Licht positioniert habe, Ton gemacht habe, Cam eingestellt habe, geschnitten habe, hochgeladen habe, Thumbnail-Design gemacht habe. Im Fernsehen sind es 8 verschiedene Jobs, aber das Internet hat gezeigt, es kann auch einer machen. Die Produktion kann auch runtergefahren werden. Ich meine ja nur. Und es geht dann auch nicht, dass ich einen Tag sage, ich mache jetzt zum Beispiel, baue ich, ja, wie in deinem Bereich jetzt als Schreiner, meinetwegen den Holzbau, am nächsten Tag sitze ich am Computer. Das ist ja eine so unfassbar
hohe Intelligenzgabe, dann auch alle Bereiche abdecken zu können. Das hast du ja selber bei einem Unternehmer oft nicht, dass er Spezialist in einem Thema ist, er kann den Holzbau gut machen, hat sich dann jemand dazugeholt, der das Kaufmännische macht. Und also ich hatte 15 Schulfächer in der Schule und wir sind die am besten ausgebildete Generation. Top. Macht euch das doch zu Nutzen. Top. Nur gutes Argument. Gutes Argument. Das fehlt mir in der Gen Z, zumindest Gefühl kommt das bei uns Babyboomern oft nicht an, auch nicht bei meinen Unternehmern, die ich coache, ist, mal ins Risiko gehen, Verantwortung übernehmen. Alles schön gesichert sein. Wir haben über leistungsorientierte Bezahlung gehört. Das höre ich nicht, sondern die sagen, oh, ich brauche erstmal Festgeld, ich muss alles finanzieren und wenn ich dann noch mal was obendrauf kriege, umso besser. Das kannten wir gar nicht. Ich habe mit 1200 Mark angefangen. Ich will damit keine Husarengeschichten erzählen, nur ich will sagen, auch mal mehr ins Risiko zu gehen und erst leisten und dann schaufeln, aber nicht erst scheffeln und dann schaufeln. Isabel, was müsste denn passieren, damit du und deinesgleichen mehr ins Risiko gehen, mehr Verantwortung übernehmen wollen und mehr sagen, ich habe jetzt auch Bock, an diesem Land mitzuarbeiten? Also ich habe richtig Bock, ins Risiko zu gehen. Ich bin selbstständig, ich bin aber auch ein paar Tage im Monat angestellt. Und das ist ein toller Chef. Und das hat mich aber auch, glaube ich, 5 Anläufe mit Betrieben gebraucht, bis ich den gefunden habe. So, und jetzt? Das wäre genau. Was war denn anders? Weil wir haben dich dreimal gefragt. Manuela hat vorhin Kopfschüttel dagestanden und hat gesagt, und du hast ja vorhin auch mehrfach gesagt, ganz ehrlich, was sollen wir denn machen? Ne? Genau. Also, unter ihren Bedingungen. Was müsste zum Beispiel, was könnte Manuela verändern? Was könnte Manuela anbieten, damit, du willst jetzt keine Friseurin sein, aber dass mehr Menschen vielleicht zu ihr kommen und sagen, hey, da habe ich total Lust drauf. Was ist die Forderung? Es klingt so unfassbar banal, weil du ja auch schon gesagt hast, dass du einen ganz tollen Betrieb hast. Aber bei mir war es wirklich einfach der Fakt, dass ich mit Respekt behandelt worden bin. Dass ich als Mensch wahrgenommen wurde und nicht als Arbeitskraft, die erstmal guter Punkt. Schuften muss und sonst irgendwas. Und nicht, dass ich nicht schufte, sondern ich wurde einfach erstmal als Mensch respektiert. Ich habe gesagt, ich möchte von dir lernen und ich möchte Fragen stellen können und ich möchte mich nicht dumm dabei fühlen, Fragen zu stellen. Und darauf wurde eingegangen. Und ich darf zum Beispiel auch sagen, meine Stärke ist der Möbelbau und ich würde unfassbar gerne Möbel für dich bauen. Und plötzlich eröffnet sich eine Riesenchance für meinen Chef, der sagt, ich will schon ewig Möbelbau machen bei mir im Betrieb und ich hänge die ganze Zeit auf der Baustelle fest. Wie toll, dass du da bist. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Und so haben wir uns einfach angenähert und es war für mich das Ausschlaggebende einfach der Respekt. Kannst du kann man folgende nachvollziehen. Ich glaube, vor allem in großen Betrieben ist man halt gefühlt wie eine Nummer. Dass man sagt, hey, Nummer 13, du musst Aufgabe 27 machen. Nummer 11, du machst Aufgabe 138. Bup, 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 bup. Und wenn es nicht gut ist, seid ihr schuld, dass es nicht gut ist. Dass man aber mal vielleicht guckt, so, hey, Nummer 13, wie heißt Nummer 13 überhaupt erstmal? Aber okay, die Aufgabe ist nicht so gut geworden, woran lag denn das? So, dann stellt sich vielleicht raus, okay, Nummer 13 ist vielleicht ein bisschen überfordert mit der Aufgabe gewesen. Und Nummer, wer auch immer, hätte die Aufgabe viel besser machen können. Und Nummer 13 hat viel mehr Bock auf Aufgabe XY, die aber Nummer 17 gerade macht. Und ich glaube, sowas hat man in Betrieben seltener, dass man dann sagt, ah, okay, du magst lieber das, dann tausch mir doch einfach den Stuff. Oder nein, es wird halt oft gesagt, nein, du hast dich für diesen Job beworben, also machst du deine Aufgaben, so wie ich sie dir sage. Und dass man da lieber guckt, hey, auf was hat die Person Bock, wo ist sie gut in, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen, das wird, glaube ich, halt zu wenig geguckt. Nachvollziehen, Manuela? Ja, also ich denke, was ich jetzt gerade so rausgehört habe für mich selbst, ist, dass diese Wertschätzung und dieser Respekt. Und ich glaube, dass die Generation Z sich einfach nicht so uns gegenüber auch geöffnet hat. Mhm. Ja, dieser Gedanke, dass ich sagen muss, das funktioniert schon, ihr müsst nur kommen. Man muss natürlich auch dazu sagen, die Schwierigkeit, dass zum Beispiel keiner kommt, ist auch, weil teilweise in manchen Branchen keiner da ist. Es ist keiner da, genau. Ich möchte noch einen Satz dazu sagen, was jetzt wichtig ist, wie die Zukunft aussieht. Ja? Und hier geht es darum, diese Angst von beiden Seiten überwinden. Die junge Generation hat Angst, nicht ernst genommen zu werden. Dass man die abtut und sagt, ihr wollt eh keine Verantwortung übernehmen, ihr könnt eh keine Entscheidung treffen, weil ihr zu jung seid. Und die Erfahrenen andersrum denken sich so, ja, wir werden von denen übervorteilt, die wissen gar nicht zu schätzen, was wir alles aufgebaut haben. Oh, die sind sich echt nahe gekommen, muss man sagen. Und da bin ich völlig bei dir. Jetzt geht es darum, sich einfach zusammenzusetzen und... Oha, BWL-Justus grinst mal. BWL-Justus schmollt mir, er grinst. Gemeinsam nach Lösungen zu finden, weil eine Generation allein wird es nicht schaffen. Das ist die Einleitung in die Kompromissrunde. Wenn ihr noch was dazu zu sagen habt, schreibt es uns gerne jetzt in die Kommentare. Ich kann es mir immer ganz einfach machen, weil ich mache den ersten Vorschlag. Ich glaube, wir brauchen eine politisch geförderte, institutionalisierte Dialogplattform. Bro, was? In dem Unternehmen und
Gen-Zler zusammenkommen können und genau das, was wir hier gerade tun, strukturiert diskutieren können. Warte mal nochmal den Satz. Können wir uns darauf einigen, dass wir eine politische, geförderte und institutionalisierte Dialogplattform brauchen, damit Unternehmen und Gen Z in einen konstruktiven Dialog treten können? Ja. Ich würde es ein bisschen anders machen, weil das ist, warum muss es politisch gefördert sein, frage ich mich gerade. Was ist, wenn man sagt, hey, man hat jede Woche ein Feedbackgespräch mit allen und, also sagen wir mal, jemand ist im Rahmen, man ist schon angestellt. Man hat ein Feedbackgespräch mit allen und man darf offen und fair sagen, was man gut fand und was man scheiße fand und wo man mehr hin möchte und wo man weniger hin möchte. Das ist quasi das, nur in nicht so schwierig ausgedrückt. Gen-Zler zusammenkommen können und genau das, was wir hier gerade tun. Aber gute Idee, finde ich gute Idee. Strukturiert diskutieren können, weil wir wirklich Not auf diesem Arbeitsmarkt haben. Das wäre mein Vorschlag. Würdet ihr sagen, das ist irgendwie schlau oder würdet ihr sagen, unlogischer Quatsch? Ja, weil wir mit John Generations, wir arbeiten ja dran. Das ist ja unser Fokus. Wir brauchen viel mehr Irens in diesem Land. Nein, das meine ich. Unsere Organisation, ja, da sind auch viele Leute. Also Feedbackgespräch und wo man ehrlich sein darf auf jeden Fall. Völlig gut. Tolle Leute dabei, auch die angestellt sind, Ehrenamtliche, die sich genau dafür einsetzen, dass wir Brücken zwischen verschiedenen Generationen bauen, weil unser Credo ist Programm, die Zukunft ist jung und alt. Und wir bieten durch verschiedene analoge und digitale Formate eben solche Begegnungsräume. Und ich denke, es reicht nicht nur aus, dass man sich alle paar Wochen, Monate mal kurz austauscht, sondern wirklich gemeinsam arbeitet, gemeinsam Projekte stemmt. Weil nur so kann man auch wirklich Empathie für die jeweils andere Generation entwickeln. So, jetzt merkt euch eure Position bitte. Und dann steckt mal die Köpfe 2 Minuten zusammen. Wirklich, wir machen jetzt, ihr müsst jetzt nichts Ausformuliertes haben, aber vielleicht habt ihr noch eine Idee, wo ihr sagt, da müssen wir ran, da kommen wir auch näher zusammen. Und dann präsentiert uns gleich den Vorschlag bitte. In der Zwischenzeit Frage an euch. Habt ihr einen Kompromissvorschlag? Habt ihr eine Idee, wo ihr sagt, Mensch... Ja, ich finde es eigentlich mit dem Feedbackgespräch jede Woche, wo man sich sicher sein kann, dass man ehrlich sein darf, fände ich gut. Wo man auch mal sagen kann, hey Chef, ich fände Kaffee for free für alle cool. Ich glaube, das würde die Arbeitsmoral fördern. Sowas zum Beispiel, weil viele Firmen haben ja nicht mehr Kaffee for free. Digga, hier Tamara, kennt ihr doch. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, auch von Instagram. Die hat gesagt, sie müssten ihren Kaffee bezahlen auf der Arbeit. Wo ich mir denke, was? Ihr müsst euren Kaffee bezahlen? Ich weiß ja, wie es bei uns im Büro ist. Alter, unsere Mitarbeiter bekommen alles for free. Also Kaffee, Proteinpulver, Cola, Fanta, Energy Drinks. Heute haben wir Krebs gemacht für unsere Mitarbeiter. Also da komme ich halt her so. Und ihr kriegt aber nicht immer euren Kaffee for free. Da kommen diese beiden Seiten eher enger zusammen. Habt ihr einen Vorschlag, was die Politik machen könnte, was die Wirtschaft tun sollte oder eben was einzelne Gen-Zler tun könnten? Wie könnte das... Politik könnte auf jeden Fall ein paar Jobs subventionieren und fördern. Aussehen, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Am Ende hilft es ja nichts. Wir müssen ja irgendwie zusammenarbeiten. Ich würde sagen, Grün, ihr stand vorher da. Ihr dürft anfangen. Einfach zufällig. Tobi. Also wir sind der Meinung, wir sollten als Unternehmer auf die Generation oder Generation Z und auch Plus darauf zugehen und auch zuhören, aktiv zuhören. Mhm. Und also aktiv zuhören, das heißt Sorgen und Ängste verstehen. Wir müssen gucken, wie können wir die Arbeitsumstände besser gestalten. Aber auf der anderen Seite fordern wir auch, die Sorgen und Nöte der Arbeitgeber letztendlich, die auch existieren, zu beachten. Das heißt, setzt euch gerne mal auf den Stuhl des Arbeitgebers und schaut, welche Sorgen er hat und nicht auf eine 35-Stunden-Woche oder eine 4-Tage-Woche. Ja, verstehe ich. Könnt ihr dem folgen? Ja. Oder sagt ihr, nee, das finde ich doof? Geht in die richtige Richtung. Ja. Ich denke, dass die Generation Z ja sowieso nicht so sehr auf die 4-Tage-Woche pocht, wie man das vielleicht denkt. Deswegen finde ich eigentlich den Vorschlag, so wie er ist, super. So, jetzt euer Vorschlag. Genau, also wir haben uns 3 Konzepte sozusagen überlegt und wir haben euch auch zugehört und sind auch völlig bei euch, wollen euch auch helfen und sehen das absolut ein, dass ihr auch da Schwierigkeiten habt, Nachwuchs. Was ich meine, ich verstehe, warum ist er eigentlich hier? Bruder, er ist Student. Woher soll er wissen, wie es als Arbeitgeber ist? Er ist Student. Bekommen das. Er,
Also, plus, ich will ihm jetzt nicht zu viel ankreiden, aber er sieht halt aus, als wenn Papi zahlt. Wäre der erste Vorschlag tatsächlich so ein Reverse-Mentoring-Programm. Ja, also beim Reverse-Mentoring ist es so, dass die jüngeren Mitarbeitenden den Erfahrenen mal was beibringen, deren Welt erklären. Und das bricht so das Senioritätsprinzip auch ein bisschen auf. Die Jungen haben keine Angst, sich zu öffnen vor euch, Arbeitgebenden oder erfahrenen Menschen. Und andererseits, die Erfahrenen haben nicht das Gefühl, ich bin jetzt in der Pflicht, ich muss jetzt unbedingt der jungen Person was beibringen. Sondern, dass man wirklich so auf Augenhöhe sich begegnen kann. Ja, finde ich gut. Und dann über Isabel, sie stellt das zweite Konzept vor. Als nächstes sind wir der Meinung, dass ihr als Betriebe sehr, sehr viel Verantwortung auf euren Schultern lasten habt mit dem Thema Fachkräftegewinnung und diesem Einzelkampf. Deswegen fordern wir auf jeden Fall auch politisch und institutionell viel mehr Tatkraft, um euch da zur Seite zu stehen und das auf übergeordneter Ebene im großen Rahmen für euch mit in die Wege zu leiten. Genau. Und um die junge Generation noch besser darauf vorzubereiten, wollen wir in den Schulen noch intensiver ansetzen. Das bedeutet, eigentlich könnte man auch direkt ein Schulfach draus machen oder ein Seminarfach, dass man regelmäßig in der Woche über Berufe redet, über die Zukunft. Dann nicht nur ein Betriebspraktikum in der Mittelstufe, sondern den jungen Leuten wirklich ermöglicht, auch in mehrere Betriebe reinzuschauen, sodass sie ihre Stärken und Talente noch eher erkennen und vor allem man dann auch die Fähigkeit hat, sie eventuell für das Handwerk, für den Friseur noch mehr zu begeistern und man da eben noch intensiver versucht, das zu fördern. Ja, finde ich alles gut. Also Reverse-Ment. So eine Stunde pro Woche so über Jobs reden in der Schule, hört sich gut an. Wo es halt auch keine Note gibt, sondern einfach nur so, hey, wir wollen euch mal was beibringen. Mentoring, Aufklärungskampagne staatlich und Schulfach. Ja. Ja. Also wenn ich kurz noch was so sagen darf, also ich finde die drei Konzepte eigentlich alle sehr gut, muss ich ehrlicherweise sagen. Und noch vielleicht Thema Politik. Ja, selbstverständlich, es gibt viel zu wenig Unterstützung für, egal ob es für Arbeitnehmer oder für Arbeitgeber ist, von Seiten der Politik. Und da muss man ganz stark ansetzen. Ich finde eher, dass wir ein Praxisjahr machen, bevor wir studieren oder während des Studiums zwischen dem, in England gibt es ja zwischen dem Bachelor und dem Master ein Jahr arbeiten, um mal die Arbeitswelt zu erkunden und beide Welten zusammenzubringen. Ich glaube, da braucht es wirklich grundlegende Reformen. Und die fängt tatsächlich in der Schule an. Vielen Dank auch mal was für uns Unternehmer zu tun. Und es tut mir leid, das zu sagen. Ich freue mich sehr über so junge, engagierte Politiker. Aber die Welt in Deutschland werden nicht die Politiker verändern, das müssen wir von uns selber, von den Bürgern und von Unternehmern heraus machen. Ich bin ehrlicherweise sehr überrascht, dass ihr jetzt alle mitten in diesem Mittelfeld steht. Am Anfang dieser Folge habe ich nicht damit gerechnet, dass es so weit kommen könnte. Umso schöner, das ist das Ziel dieser Sendung. Ich freue mich sehr, dass ihr aufeinander zugegangen seid. Doch, war eine coole Folge. Herzlichen Dank. Das waren 13 Fragen. War eine coole Folge, war eine coole Folge. Ey, also ich finde Thorsten oder Stefan, kam wieder heißt, hab vergessen. Ich glaube, in sich schlummert noch ganz, ganz viel Stuff, den ich nicht so fühle. Vor allem dieses Ding mit, ja, die Arbeitnehmer wissen ganz genau, wann sie Feierabend haben, wo ich mir denke, ja, ist es jetzt schlimm, dass sie nach 35 Stunden nach Hause gehen? Also, wenn in ihrem Vertrag 35 Stunden drin steht. Aber ja, ey, war eine coole Folge. Ich habe ein Like da gelassen und schaut auch gerne bei 13 Fragen oder Unbubble vorbei. Und lasst ihr mal liebe Grüße von mir da.